Willkommen auf meinem Kanal Streampunk und auch willkommen zu einer neuen Ausgabe hier auf meinem Kanal. Zunächst bedanke ich mich natürlich wie immer für eure ganze Unterstützung. Was wäre mein Kanal ohne euren ganzen Support? Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und mehr von mir sehen möchtest, abonniere bitte meinen Kanal und aktiviere die obere Glocke. Ein besonderer, ein besonderer Dank gilt natürlich auch meinen streampunk Paten auf meinem Patreon Kanal. Schaut da bitte einmal unten in die Infobox, da findet ihr den Link zu meinem Patreon Kanal. Da wird alles weitere erläutert. Vielen lieben Dank auch für eure Unterstützung. Ja, das heutige Thema, liebe Freunde, das wird fürchterlich zur Sache gehen heute, denn es gibt eine Beef Eskalation zwischen Aya Velasquez und Bodo Schiffmann. Tja, hm, jetzt denkt ihr euch schon, was ist denn Beef? Was hat der StreamPunk uns denn da rausgesucht? Eine äh, Hackfleisch-Eskalation? Was ist hier los? Ja, ich zeige es euch ganz kurz. Beef bedeutet im Hip-Hop-Jargon, Hip-Hop ist sowas wie Rap, ne? Kennt ihr? Eine aggressive Auseinandersetzung zwischen zwei Rappern, oft auch unterstützt durch andere Künstler ihres Plattenlabels die offen über die Medien und im speziellen über die Musikveröffentlichung der beiden Parteien ausgetragen wird. Aha, hochinteressant. Also das ist so eine Art Streit ja, zwischen zwei Protagonisten, das bedeutet Beef, ja. Und Aye Velasquez und Bodo Schiffmann haben fürchterlichen Beef. Also ich sage ja mal so, ich habe ja schon ein Video darüber gemacht. Den Link zeige ich hier, euch hier oben rechts mal in der Infobox unter dem i. Wenn ihr da mal drauf drückt, kommt ihr zu dem äh, von mir jetzt benannten Video. Ich habe das schon mal kritisiert, dass Bodo Schiffmann und Roger bitte die Veröffentlichung der Unterlagen der RKI-Protokolle von Aya Velasquez, Bastian Baruka und Professor Stefan Homburg kritisieren, dass sie falsch wären und und und. Das war im Grunde ja sowas wie der erste Schuss, der Startschuss, kann man sagen. Aber natürlich auch berechtigt. Das will ich also den beiden auf jeden Fall auch zugestehen. Ich persönlich finde das schon, dass da gewisse Bedenken berechtigt waren. Ein Tag später hat Aya Velasquez das alles aufgelöst. Ja, die Originaldateien nachgeliefert. Und jetzt ist es so, dass täglich diese drei Protagonisten auf ihren X-Kanälen, auf ihren Telegram-Kanälen täglich... Neuigkeiten aus diesen RKI-Protokollen bringen. Und ja, das, ist, ähm, das geht ganz schön unter die Haut. Ich kann nur empfehlen, äh, folgt meinem Kanal oder einen von den dreien, wenn ihr da mehr wissen wollt. Ich habe auch noch vor, ein explizites RKI-Protokolle-Video zu machen, weil da wirklich, Leute, es zieht euch die Schuhe aus. Aber zurück hier zum Beef-Thema zwischen Aya Velasquez und Bodo Schiffmann. Ähm, genau, also die beiden haben Aya Velasquez und das, äh, äh, die anderen beiden dort kritisiert. Jetzt hat aber Aya Velasquez zurückgeschlagen, beziehungsweise Bodo Schiffmann und ähm, Roger Bittel haben dann auch noch gegen die Demonstration von letztem Sonnabend äh, B0308, äh, gegen äh, die, diese gesamte Art der Demonstration, die gesamte Art auch des Bühnenprogrammes kritisiert. Meinetwegen soll euch das auch zugestehen. Ich persönlich finde, dass man in beiden Fällen der Kritik, einmal bei den RKI-Protokollen, einmal bei der, bei der Demonstration, auch einfach den Leuten mal kurz den Moment lässt und den Menschen einfach mal kurz auch diesen Erfolg lässt. Ja, denn ja, das werden wir im Laufe des Videos auch noch sehen. Es gibt unter uns... Freidenkern möchte ich mal sagen, und da schließe ich wirklich alle mit ein. Alle, die gegen Maßnahmen sind oder waren und auch die gegen diese Repressionen äh, sind, ähm, da schließe ich einfach alle mit ein. Freidenker. Einfach Leute, die über den Tellerrand hinausschauen können. Aber wir bestehen halt aus, aus verschiedenen Gruppen und da gibt es wahrscheinlich einmal die rein faktische, rein äh, faktenbezogene, ganz trockene Gruppe. Zu der würde ich jetzt Aya Velasquez zählen. Und dann gibt es diese emotionale Gruppe der Freidenker und dazu zähle ich dann sozusagen ja alle anderen. Wie zum Beispiel ja eben auch Bodo Schiffmann, Roger Bittel und auch Ballweg und auch ähm, Ralf Ludwig und auch noch viele, viele, viele andere mehr, ähm, die also auch die Emotionen der Menschen mitnehmen wollen, weil das spielt auch eine ganz immense Rolle. Aber kommen wir mal zu den Details, kommen wir mal zu Bodo Schiffmann. Das hier hat Aja Velasquez am 17. August 2021 auf X, damals noch Twitter, gepostet. Und oben steht Bodo Cooks Party Schiffmann, Fragezeichen. Und dann sieht man hier Bodo Schiffmann, Samuel Eckert ist das, glaube ich, wenn ich den richtig erkenne, und Ralf Ludwig bei der Bustour, wenn ich das richtig hier erkennen kann. Und Aja Velasquez schreibt hier auf X, Bodo Cooks Party Schiffmann. Ja, also, ähm, Aya Velasquez hat hier schwere Vorwürfe in die Richtung ähm, abgelassen, was ich heftig finde ähm, und auch überhaupt nicht sachlich finde. Aber da werden wir äh, auch einmal im Detail reingehen, weil der gute Bodo Schiffmann, der hat sich dazu auch im Detail geäußert. Und da werde ich jetzt auch einmal darauf reagieren und wir werden uns das einmal gemeinsam anschauen. Meine Damen und Herren, Bodo Schiffmann in seinem gestrigen. Livestream und ich möchte noch mal ganz kurz erwähnen, dass diese Äußerung vielleicht auch durch solche Verhalten, also diese Äußerung der Cooks -Party, vielleicht auch durch solches Verhalten ausgelöst wurde. Dann kommt Basti. Liebe Eier, das hast du aber toll gemacht. Oh, liebe Aja, das hast du aber toll gemacht. Ja, <laughs> das ist das ist der spezielle Bodo Schiffmann mit seiner Art. Ja, ähm, kommen wir mal dazu, was er also zu den Vorwürfen in Richtung ähm, Ralf Ludwig zu sagen hat, wie er sich dazu äußert. Das geht ein ganzes Stück, das schauen wir uns mal in aller Ruhe an. Meine Damen und Herren, Dr. Bodo Schiffmann. Als Anwalt der Querdenker immer mittendrin im Geschehen, check. Ja, was hast du in der Zeit eigentlich gemacht? Du, da, vorm Bildschirm. Glaubt ihr wirklich, dass das witzig ist, fünf Jahre lang sich jeden Tag aufs Neue zu überlegen, wie man vielleicht doch noch etwas ändern kann? Wie man vielleicht verhindern kann, dass es einen dritten Weltkrieg gibt? Wie man vielleicht verhindern kann, dass Menschen sterben, wie man vielleicht verhindern kann, dass Grundrechte auf Dauer entzogen werden, wie man vielleicht verhindern kann, dass die Meinungsfreiheit, Zensurfreiheit und Pressefreiheit und Religionsfreiheit für alle Zeiten in der Tonne der Geschichte landet. Glaubt ihr wirklich, das ist witzig, das zu machen? Schaut euch doch mal an. Ganz kurz an. von mir als Einleitung. Also hier gibt es einen Post von Aya Velasquez, Den hätte ich jetzt auch noch irgendwie vorlesen können, aber lasst uns das mal den Bodo machen äh, lassen. Äh, und er nimmt jetzt hier zu jedem einzelnen Punkt Stellung. Und das ist im Grunde das, worum es sich jetzt hier dreht. Und wir schauen weiter. Schaut euch doch einfach mal Fotos an von Ralf 2020 und schaut euch mal Fotos an von Ralf 2024. Sieht der wirklich so aus, als wäre er vier Jahre älter geworden? Oder fünf? 60 der engsten Querdenken-Mitstreiter ohne ihr Mitwissen zum König von Deutschland gelockt. Das hat nicht Ralf Ludwig gemacht, sondern Ralf Ludwig war zu diesem Zeitpunkt mit mir auf der Bustour und auch Ralf Ludwig wurde eingeladen und zwar nicht Ralf Ludwig hat eingeladen und Ralf Ludwig war, wir waren übrigens auch eingeladen, ist dann quasi hingegangen, stellvertretend. Auch er wurde zum König von Deutschland gelockt, wo ich drin kein Locken sehe, weil es tatsächlich eine Sache ist, die immer wieder rausgenommen wurde, um Querdenken zu diskreditieren. Auch hier gibt es Leute in der Bewegung, denen ich das ankreide, dass sie permanent wieder auf Saalfeld rumgeritten sind und ganz ehrlich, Freunde, ich sehe da dran nichts Falsches. Dass das was Michael Ballweg gemacht hat, war völlig richtig. Er hat mit anderen Menschen gesprochen, die schon mal Erfahrung damit hatten, mit Gesetzeslücken innerhalb von einem möglicherweise totalitären Staat, um diese Sache vielleicht zu durchbrechen. Da war nichts wirklich Schlimmes dabei, wenn man sich mit dem König von Deutschland trifft. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Michael Ballweg zum Untertan des Königs von Deutschland werden wollte, aber er ist jemand, der sich gerne informiert hat. Am 29.8. mit Balweg die Besucher der Demo vor vollendete Tatsachen stellen unangekündigt vor Ort zu einer verfassungsgebenden Versammlung aufrufen. Das stimmt nicht. Und das ist ein Trick, den man bei schwarzer Rhetorik verwendet. Wer sich damit nicht auskennt, sollte sich das mal anschauen. Also ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Rhetorik. Das, was ihr bei all diesen Argumenten seht, ist, dass ein Teil der Aussage richtig ist. Ralf Ludwig war mit beim König von Deutschland. Ralf Ludwig, nein, Michael Ballweg hat in seiner Rede am 29.08. gesagt, dass er auch auf den Paragrafen 146 des Grundgesetzes besteht und dass er sich wünscht, dass man eine verfassungsgebende Versammlung macht. Er hat die nicht ausgerufen. Man nimmt also solche Teilaspekte und behauptet dann etwas, was dann am Ende keiner mehr wirklich überprüft, weil er hat noch immer den Teilaspekt im Ohr und dann denkt er, ja, das war so. Ich habe zum Beispiel mit Florian Machel von Report24 hier drüber gesprochen und dann hat er gesagt, wie, waren die das nicht? Haben die das nicht gesagt? Nein, die haben das nicht gesagt, sondern hier werden Sachen unterstellt. Und das sind rhetorische Finessen, die man erstmal kennen muss, was hier gemacht wird. Demo Teilnehmer dazu aufgefordert, bei Festnahmen laut hörbar Namen, Vornamen, Telefonnummer in die Menge zu brüllen, damit die Anwälte ihnen in der Uhaft besser helfen können. Das war Markus Heinz, der das gefordert hat und der es vorgemacht hat, als er selbst am Alex in Berlin, zusammen mit seiner damaligen Freundin, Friederike de Bruyne, verhaftet wurde von der Polizei und abgeführt wurde. Und da hat er, er hat immer darauf hingewiesen, dass man das machen soll. Und wahrscheinlich ist die Idee gar nicht doof. Weil jemand anonym in einen Polizeiwagen reinzustecken, ist eine ganz andere Sache, als wenn derjenige ganz klar ist, wer das jetzt ist, der hier abgeführt wurde. Weil ja immer noch irgendwelche Reporter außenrum waren, die das aufgenommen haben. Das schützt denjenigen und da ist nichts dabei. Was ist daran schlimm, wenn man das sagt? Im Gegenteil, das ist sogar ein sehr guter Praxistipp. Auf dem muss Verkünden auch schwarze, weiß rote Flaggen sein. Hierbei kommen ja selbstverständlich. Damals waren auch Regenbogenflaggen dabei. Selbstverständlich ist das so, dass Menschen, die mit einer Regierung unzufrieden sind können, verschiedene Meinungen haben. Es gibt Menschen, die fanden. Oder glauben anhand von völkerrechtlichen Unstimmigkeiten, dass das Deutsche Reich weiter besteht. Ich gehöre nicht dazu. Ralf Ludwig weiß ich, dass er nicht dazu gehört und im Gegenteil, dass und er das euer Streampunk gehört auch nicht dazu. Ich kann aber bis hierhin, Bodo Schiffmann, zu 100 beipflichten zu dem, was er hier zu den Vorwürfen, zu den Vorwürfen auf X ist es glaube ich von A.J.W. Lasquez äh, sagt für ziemlich albern hält, geht mir übrigens ähnlich. Auch ich denke nicht, dass die Gesetze weiter denken äh, gelten. Und ich finde es auch ziemlich absurd, mir vorzustellen, die Regierungsgeschäfte wieder in irgendwelche königlichen oder Kaiserhände zu übertragen. Dann haben wir nämlich dasselbe in Grün, was wir ansonsten haben. Zwei Parteien Widerstand 2020, wir 2020 mitgegründet und erfolgreich an die Wand gefahren. Das war ich. Ich habe diese Parteien an die Wand gefahren, weil ich gemerkt habe, dass Menschen dort hineingekommen sind. Ich bin aus den Parteien ausgetreten, erst aus Widerstand 2020, dann aus Wir 2020. Das war ich, zwar nicht Ralf Ludwig. Und mit Ralf Ludwig habe ich mich weiter sehr gut verstanden. Bei Basisparteigründung der Gründungsveranstaltung Mäuschen gespielt, während auch diese Partei durch diverse andere Mitstreiter erfolgreich an die Wand gefahren wurde, hatte Ralf Überblick über sämtliche interne Strukturen. Check, woher weißt du das eigentlich, Liebe? Ayavela ah, ja, Quest oder wie auch immer du deinen Künstlernamen aussprichst bei der Kunst, die du gerade nicht ausübst. Ralf Ludwig hat tatsächlich mitgeholfen, die Basis dann mit ins Leben zu rufen, nachdem er Widerstand 2020 auflegen musste, weil dann nämlich Fehler passiert sind und es blieb gar nichts anderes übrig. Er selbst hat sich dort nicht mehr positioniert. Und die Leute, die das Ding an die Wand gefahren haben, sind dieselben Leute, die verantwortlich dafür sind, dass ein politischer Gefangener, nämlich unser lieber Rainer Füllmich, aus Mexiko entführt wurde weil der Haftbefehl hätte dort keine Wirkung entfaltet. Und jetzt seit einer Zeit im Gefängnis in Uwachs sitzt, weil ein anderer Anwalt, Marcel Templin, auf dem Geld seines Hausverkaufs drauf sitzt, mit dem er seine Schulden beim Corona-Ausschuss zurückführen könnte. Auch schön erklärt hier, ne? Kausa Füllmich in einem Satz erklärt. Ja, sehr gut. Zu Rainer Füllmich hat die Aya Velasquez sich auch schon einmal ausgelassen, vor einiger Zeit auf damals Twitter. Und ähm, ja, sie sprach immer von gelenkter Opposition, also eingesetzte Opposition, wo wir uns sozusagen abreagieren könnten. Ähm, ja, alles V-Leute, so nach dem Motto. Aber ich sag mal so: ein Riecher hatte sie damals schon. Dass sie Rainer Füllmich mit in den Topf gepackt hat, das war ihr Fehler. Das konnte sie aber auch damals nicht sehen. Aber sie hat es schon geahnt, dass der Ausschuss unterlaufen war oder sie hat es tatsächlich gewusst von jemandem, dass der Ausschuss unterlaufen war. Diese beiden Punkte müsste man hier in Betracht ziehen. Extreme politische Wandlungsfähigkeit vom Anwalt der linksradikalen Leipziger Hausbesetzer über Querdenken Just Corona, das ist das größte politische Momentum bis zu Bürger für Thüringen, eine Mischung aus Werteunion, AfD-Namen-Klientel. Also man kann jetzt sagen, sie ist auch gegen alles. Also Lösungen bietet sie offensichtlich nicht an. Ralf Ludwig ist immer noch ein Linker und er wird auch immer ein Linker bleiben. Allerdings ist er kein Linker, er ist nämlich er ist kein Kommunist und er ist auch kein Nachfolger der Nationalsozialisten, die ebenfalls linke waren, sondern links ist nur eine Richtung, die sich auf Soziales aufbaut. Ralf, das wissen viele nicht, reist ja immer mit einer ziemlich abgefetzten Tasche durch die Landschaft und da drin sind ein paar Klamotten. Und das ist so ziemlich genau alles, was Ralf Ludwig besitzt, weil der sich nämlich von seinen Besitztümern getrennt hat. Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Ich gehe jetzt mal hier unten, während der Widerstand Hausdurchsuchungen, Straf- und zivilrechtliche Verfahren bis zu Gefängnisaufenthalt über sich ergehen lassen muss. Hallo? Ich finde es völlig richtig. Ich finde, Christian Hafner sollte ins Gefängnis, weil er Menschen mit BioNTech Pfizer gespritzt hat, das immer noch auf seiner Yameda-Seite anbietet und damit für mich, da er ja offensichtlich weiß, auch von den RKI-Falls, dass das ein Fehler ist, ist er jemand, der hier vorsätzlich Menschen weiterhin schädigt und keine Reue zeigt und Ähnliches, stattdessen die Aufklärung verhindert, indem er hier die Bewegung versucht zu spalten. Ja, dazu muss ich ganz kurz einwerfen: Christian Hafner wurde bei der letzten Demo am Sonnabend von Ralf Ludwig auf der Bühne erwähnt, genauso wie Aja Velasquez. Christian Hafner hat sich genauso wie Aja Velasquez auf X und ich weiß nicht noch woanders geäußert, hat gesagt: Er distanziert sich von dieser Nennung. Er will mit diesen Menschen nichts zu tun haben und äh, ja, Aya Velasquez auch und verfasst dann diesen Text, ne, ihre Begründung, warum sie mit diesen Menschen, Ralf Ludwig und Co., nichts zu tun haben will. Ja, und Bodo Schiffmann reagiert gerade darauf. Und wir schauen mal weiter. Halt Ach natürlich. Also der Christian Hafner hat auf seiner Internetseite, das zeigt der Bodo hier in seinem Originalvideo, ähm, der hat auf seiner, ich weiß ich, äh, auf deiner, seiner Website... Oder Facebook, ich weiß nicht genau wo, auf alle Fälle bietet er tatsächlich immer noch die Biontech-Behandlung an und da sagt Bodo Schiffmann, ja, pff, wer das heute noch macht, hat keinerlei Rechtskritik an Ralf Ludwig auszuüben, dem muss ich tatsächlich auch äh, zustimmen und ich denke, ihr auch. Aktivitäten noch nie mit der Staatsgewalt zu tun gab. Das stimmt nicht. Ralf Ludwig wurde ebenfalls zur Personalfeststellung ähm, in ähm, Gewahrsam kurzfristig genommen. Ich weiß die Stadt nicht mehr. Er wurde damals von Friedemann Deblitz da rausgeholt. Und das gab es auch. Keine Hausdurchsuchung, nix, check. Ralf Ludwig hat kein Haus, das man durchsuchen könnte. Ralf Ludwig hat noch nicht mal einen festen Wohnsitz. Sondern er wohnt mal hier, er wohnt mal da und er mietet Büros, um zu arbeiten und ist ein sogenannter digitaler Nomade. Und man kann ihm in Deutschland keine Häuser durchsuchen. Es tut mir leid, wenn er keine hat und er hat keine Wohnung, die man durchsuchen könnte. Und er hat auch keine Kanzlei, die man auf den Kopf stellen könnte, weil er hat einfach nur einen Laptop. Er ist ein digitaler Nomade. Okay, Bandwurm-Spenden-Sammel-Honeypot, die immer ins Leere für ein Hopium-Kopium, für verzweifelte Boomer und anschließende Demoralisierung des Widerstandes, wenn mal wieder nichts daraus geworden ist. Check. Ähm, kann man das bitte mal ein bisschen konkretisieren? Das ist ja fast so, als wenn man behaupten würde, es würde Menschen geben, die 700.000 Euro fürs Ahrtal sammeln und dann selbst verwenden. Hm. Ach nee, stimmt ja, die wurden ja eingefroren und wurden dann zurückgegeben. Und die sind ja alle bei den Menschen angekommen im Ahrtal, weil man mir das auch immer wieder unterstellt hat. Ich glaube nicht, dass bei Ralf Ludwig irgendwelche diesbezüglichen strafgerichtlichen Verfahren laufen. Und wenn, sollte man sich, glaube ich, sehr vorsichtig darin tun, bevor man irgendetwas unterstellt. Weil Sachen wie ZAAV, Datenbanken aufbauen und ähnliches kostet einfach und ergreifend Geld. Und dieses Geld muss man irgendwo herkriegen, wenn man statt als Anwalt, und der hat ein Schweinegeld verdient, Ralf Ludwig, früher mit seinen Kindergartenplätzen. Der hat eine Nische gefunden und hat Kindergartenplätze freigeklagt und das ging fast automatisch. Und damit hat er sich dumm und dusselig verdient gehabt. Und jetzt in letzter Zeit macht er nichts mehr, außer sich darum zu kümmern, aus dieser Scheiße rauszukommen, weil er nämlich eine Tochter hat und möchte, dass diese Tochter irgendwo nicht in einer Luft lebt, wie sie bei George Orwell in der Umgebung in seiner 15 Minuten Stadt war. Mir geht es wirklich auf den Sack. Ähm, ich habe einen. Insofern darf ich das sagen. Ähm, dubiose Konten im Ausland, dubiose Spendenstrukturen. Wenn dir in einer Tour die Konten gekündigt werden, liebe Frau Weller-Quest, das kennt man vielleicht in Ihrem Business nicht so. Dann ist das ganz einfach untergreifend ein Problem und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als ständig die Konten zu wechseln und auch Konten im Ausland zu haben. Wie soll das bitte anders gehen? Überblick wie eine Spinne im Netz über die zahlreichen Querdenker, an Orgas, Anwälte für Aufklärung, Klagepaten, ZAAV-Check. Der hat die gegründet, Mädel. Der hat auch 2004 gegründet. Ralf ist jemand, der sehr viele Ideen hat und sehr kreativ ist. Und ähm, wir haben uns mehrfach selbst neu erfunden, auch mit der Bustour, auch mit anderen Sachen, weil man immer versucht, neue Wege zu gehen, um irgendwo noch eine Bewegung reinzukriegen und um wahrgenommen zu werden. Was hat Aya Bella Quest gemacht? Nichts. Was hat sie geschaffen? Nichts. Was hat Paul Homburg und Bastian Baruka jetzt erreicht mit dieser Pressekonferenz? Nichts, außer dass sie diese Bewegung dazu gebracht haben, dass man sich darüber streitet, weil die Dokumente einfach nicht weitergegeben wurden. Sie haben drauf gesessen, haben vorausgewählt und haben dann inkonsistente Daten abgeliefert. Niemand von uns weiß, ob die die vorher manipuliert haben oder ähnliches. Das ist ein Haufen digitaler Dreck. Ja, Einspruch, Bruno. Das ist kein digitaler Dreck. Hier dran halten sich die Menschen auf. Das gibt Hoffnung. Ähm, und, ja, ähm, natürlich ist es wichtig zu schauen, wie original sind diese, sind diese Dateien. Da muss ich Ihnen natürlich recht geben. Aber auf der anderen Seite sind das die ersten Nachrichten der Freidenker, die es in die Mainstream-Medien geschafft haben. Ob sich Menschen dahinter jetzt verstecken, das kann man nicht sagen. Das wird die Zeit jetzt zeigen. Ähm, ja, ob das alles unter den Teppich gekehrt wird, das wird die Zeit jetzt zeigen. No, was nützt es, äh, wenn diese Protokolle an die große Glocke gehängt werden und sich kein äh, Bundesanwalt äh, findet oder kein Staatsanwalt findet, der da mal hinterher schaut? Aber das Ganze hat jetzt, da ist jetzt ein Feuer gelegt worden, ein kleines Schwelfeuer. Und darum dreht sich. Das ist jetzt wichtig. Und bei den Menschen, das sage ich jetzt noch einmal, es ist so wichtig, dass die Bürger dieser dieser Bewegung und überhaupt alle Bürger, dass die diese Protokolle sichten oder zumindest davon hören, dass es sie gibt, dass irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Das wird für die Behandelten ein fürchterlicher Schock sein. Aber ich es nochmal: Die Freidenker sagen ja nicht, wir haben Recht gehabt. Darum dreht sich's überhaupt nicht. Darum geht es gar nicht. Ja, sondern äh, wir haben uns um euer Schicksal gekümmert. Für uns hatten wir uns ja lange entschieden. Ne? Das Schicksal der Behandelten, das war, das lag uns oder das liegt uns am Herzen. Ne? Insofern finde ich das äh, nicht in Ordnung, dass Bodo Schiffmann sagt, das ist digitaler Dreck. Ist es nicht. Ein Arzt, der Herr Kollege Hafner, der impft, ein Mensch, der unter Vorsatz andere schädigt, obwohl er weiß, dass das ein Fehler ist, wird hier als der liebe Kollege Herr mal geht's noch? Ja, auch hier muss ich ihm natürlich recht geben, geht's noch. Ganz schlecht, ganz schlecht auf seiner Internetseite noch für Biontech-Behandlungen äh, zu werben und dann sich gegen Ralf Ludwig auszusprechen. Das ist wirklich unfassbar. Und dass Aya Velasquez jetzt auch noch sagt, ja, ja, das, was der Christian Hafner gesagt hat, finde ich auch, ja, komm, ist scheiß schlecht gelaufen. Ist ihr? Es ist mir im Grunde ziemlich Banane. Heute Morgen habe ich noch was gekriegt. Mal, mal gucken, ob ich es gerade finde. Also der liebe Kollege hat jetzt gerade rausgesucht, die Querdenkerbommel zu mir. Und hat dich gewissen, die Querdenkerbommel im April, also Ostern 2020, als Erkennungsmerkmal für Leute, die kritisch denken. Jetzt versucht er die Querdenkerbommel quasi zu diskreditieren. Das ist lustig. Das kann er gerne machen. Die Querdenkerbommel haben auch nur noch aus romantischen Gründen die Leute, die sie früher getragen haben, und ich freue mich darüber, wenn ich jemanden mit einer Querdenkerbommel sehe. Aber auch das war eine Idee, eine von vielen Ideen. Warum haben wir eigentlich ja, Parteien Bodo? Gegeben? Aber dieser Querdenkerbommel hat den Leuten auch halt gegeben, genau wie die RKI-Protokolle jetzt. Es ist im Grunde ähnlich. Ich erkläre jetzt mal kurz, auch wenn das vielleicht ein bisschen frustrierend ist warum wir Parteien gegründet haben. Mit wir meine ich Ralf Ludwig und ich. Das Parteienrecht stand über dem Infektionsschutzgesetz. Ralf Ludwig hat diese Lücke gefunden und hat darin eine Möglichkeit gesehen, dass wir uns treffen können, dass wir uns versammeln können, dass wir auch Demos machen können und dass wir auf diese Weise diesen Infektionsschutzgesetz durchbrechen können. Und das war alles. Und wer so viel Dreck schmeißt, obwohl er selbst unendlich viel Dreck am Stecken hat, der sollte einfach, früher hätte man gesagt, seinen Mund mit Seife waschen. Also es gibt, glaube ich, genau gar nichts, gar nichts, worauf diese Frau stolz sein kann, zumindest nichts von dem, was ich wahrgenommen habe. Und dass ich Bastian Barucca und der Herr Homburg von dieser Frau haben blenden lassen und sich dahingesetzt haben, um diesen digitalen Müll zu produzieren, der es uns jetzt wesentlich schwerer macht als vorher, weil das, Freunde, war alles vorher bekannt. Ach, und okay, jetzt entdecke ich äh, Interessenkonflikt. Bodo Schiffmann hat ein Buch herausgebracht und die RKI-Protokolle versauen ihm jetzt die Umsätze. Hm, könnte sein. Wir schauen mal. Die ganzen Sachen, auch mit, dass es keine Pandemie der Ungeimpften gibt, kann man herleiten aus den Daten, die tausend Leute aufgearbeitet haben, inklusive Stefan Homburg. Stefan Homburg, unterstelle ich hier, dass er das Ganze emotional gebunden macht. Ist es nicht wirklich großartig, wenn unsere Künstlerin einen Artikel rauskriegt, dass sie sofort dann an dann kommt Basti, liebe Eier, das hast du aber toll gemacht. Und dann kommt der äh, Stefan Homburg und sagt, oh, liebe Eier, das hast du aber toll gemacht. So, jetzt gehen wir mal noch ein Stückchen weiter, weil es mir jetzt langsam wirklich auf den Sack geht. Stefan Homburg hat mich damals. Von MWGFD entfernen lassen, weil ich mir erlaubt habe. In Sindelfingen war es, glaube ich, vor dem Bus zu sagen, dass es die Aufgabe des Militärs ist, das Grundgesetz zu schützen, dass ich nichts dagegen hätte, wenn die Regierungsgeschäfte bis zu einer Neuwahl von jemand mit Streifen auf der Schulter wahrgenommen werden. Daraufhin wurde ich entfernt, weil ich bin nicht tragbar gewesen für, Dr. Hom äh, äh, für Professor Stefan Homburg. Ja, aber das kann ich auch verstehen, lieber Bodo. Denn der MWDFG ist ein Verein. Ja, und ähm, ja, was die vorhatten, war ja nun auch, äh, ne, wie soll ich sagen, ne? Der ähm, Arne hat war damals involviert, der hat da die Ergebnisse seiner Obduktionen vorgelegt. Und das ist alles grauenvoll. Und das haben wir jetzt vor Jahren schon gesehen. Und auch damals ist da nicht viel passiert, außer dass wir uns informieren konnten. Aber die haben natürlich auch Angst, dass ja unsere Staatsmacht kommt und Angriffsflächen findet, um so einen Verein zu diskreditieren. Und damals, dass sie also, damals wollten sie halt starten und haben gesagt, nee, also das ist uns zu heiß, wenn jemand sich so in der Öffentlichkeit äußert. Jetzt könnte man meinen, ja gut, dann sind das ja auch keine Freidenker dieser Verein und dann ist ja egal, ne? selbst wenn man die zugemacht hätte, wie Papo, aber das ist so ein bisschen wie ich meinen Kanal, meinen YouTube-Kanal auch führe. Ich versuche mich, um diese ganze Zensur herumzuschiffen, um Menschen zu erreichen. Und das äh, denke ich, ja, das wollte dieser MWDFG damals auch und hat gesagt, Bodo Schiffmann hat eine zu scharfe Zunge. Verstehen kann ich das. Verstehen kann ich das. Und du kannst auch nicht, wenn du so eine Gruppe hast, die diesen Verein gründen, kannst du nicht wegen einem sagen, doch, wir nehmen mit ins Boot, dann sollen die kommen und dann gucken wir mal, was wir machen. Wenn man uns den Laden zumacht, machen wir einen neuen auf. Das sind ja alles Dinge, die nicht sein müssen. Ja, also insofern kann ich das schon nachvollziehen, lieber Bodo Schiffmann. Hier gibt es ganz schön viel Dreck, der hier in dieser Bewegung passiert ist. Eins ist mal sicher: Ohne Michael Ballweg. Und seine Demo am 1.8. und am 29.8.2020 in Berlin. Hätten wir eine Impfpflicht. Es wäre durchgezogen worden. Wären die Maßnahmen aufrechterhalten geblieben und alles. Er hat tatsächlich die Initialzündung für die Welt gemacht. Die Demo am 3.8. Ja, 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 ich gebe dir vollkommen recht. Aber es ist eben so, dass das eine emotionale Waffe war. Alles, was, äh, Ballwick gemacht hat, war, Demos zu organisieren, Sprecher einzuladen die für Menschen wie du und ich gesprochen haben, diese Menschen sind damit nach Hause gegangen und haben sich Gedanken gemacht. Und das ist eine emotionale, eine faktische Seite auf der einen Seite, Sache, aber auch eine emotionale Sache. Und hier wurde ganz klar auch mit der Emotionalität der Menschen gearbeitet. Deswegen verstehe ich es nicht, dass du und andere in gewissen Momenten ja sich nicht zurücknehmen, um uns Menschen die Emotionalität zu lassen, ne? sei es jetzt die Demo oder eben auch die RKI-Protokolle. Aber gut, ähm, ja, schauen wir mal. 2024 war aus meiner Sicht erstens überflüssig, zweitens ein Fehler, weil sie einfach ähm, romantisch war und man kann Sachen, die magisch sind, kann man nicht wiederholen, das geht nicht. Und nur weil ich eine längere Herzminute mache und meditiere, wird es dadurch nicht besser. Die Herzminute ist eine einmalige Geschichte vom 1.28.20 und magische Momente kann man nicht wiederholen. Ein Zauberer wiederholt seine Tricks nicht. Leute, die im Nachhinein kommen und nur Dreck über die schmeißen, die jetzt auch alles geopfert haben. Ihre Namen in den Ring geschmissen haben, ihr Gesicht in den Ring geschmissen haben, ihre Familie in den Ring geschmissen haben, um diese Sache aufzuklären. Und dann kommt irgend so eine Tusse, schnappt sich zwei von den Leuten, die als seriös wahrgenommen werden und die sind so blöd und hocken sich daneben dran. Ah, das ist nicht okay, ne? Das ist nicht okay. Herr ja? Professor Stefan Homburg wird nicht blöd sein und sich neben Aya Velasquez setzen, ähm, wenn das nicht Hand und Fuß hat. Das glaube ich jetzt so nicht. Ich finde die Art und Weise der Sprache auch nicht in Ordnung, so wie auch hier dieses Ausflippen, ne? Danke, Aya, danke, Aya. Aber gut, der Bodo hat nun mal seine ganz gewisse Art und Weise, so wie ich zum Beispiel mit einer Maske auftrete, ja, hat er eben eine gewisse Art und Weise aufzutreten und sich da verbal äh, die Themen um die Ohren zu schlagen. Es ist seine Sache. Und es gehört wahrscheinlich auch zu seinem Markenzeichen, denke ich mir mal. Das ist kein Leak. Das, was da passiert ist, sind Daten, die genauso mit 1000 Versionen veröffentlicht werden sollten, weil sie wussten, dass wir nicht doof sind. Weil sie wussten. Ja, ähm, dass das ist auch eine Annahme, dass hier gesagt wird: Ja, ähm, das wäre sowieso passiert, diese Unterlagen wären sowieso geleakt worden. Da haben wir jetzt in meinem letzten Video. Zu dem Thema erfahren, dass Martin Sichert von der AfD ähm, sich dazu geäußert hat. Auch auf X, auf dem, zu einem Post von Aya Velasquez hat der Martin Sichert geschrieben, dass er noch am Anfang, wann war es denn? Anfang sieben, glaube ich vor kurzem auf alle Fälle hat er mit Lauterbach gesprochen in einem Gesundheitsausschuss bezüglich der RKI Protokolle und daraufhin hätte Lauterbach geantwortet ihm wäre das nicht bekannt dass die veröffentlicht werden müssen also er würde sich mal darum kümmern und äh, ja dass das natürlich wahrscheinlich auch wieder Monate gedauert hätte der Martin sichert sagt wir hätten vor der nächsten Bundestagswahl diese Protokolle nicht gesehen aber auch das ist nur eine Meinung genauso wie die von Bodo Schiffmann oder auch genauso wie meine Meinung dazu ist. Wir merken, dass da ein Fehler ist in den Metafiles, weil Sie wussten, dass wir merken, dass es unterschiedliche Varianten gibt von unterschiedlichen Erstellern mit unterschiedlicher Software. Das sollte verteilt werden und es sollte genau von solchen Leuten verteilt werden. Jetzt gehe ich doch durchaus nochmal auf James Bond ein oder auf andere Agenten. Frauen, die wissen, ihre Reize einzusetzen, um Männer zu beherrschen und das auch in ihrem Chat immer wieder über die Jahre äh, gesagt haben, wie toll es ist, dass man Macht über andere Menschen haben kann. Und die für das Intimste, was es gibt, Geld nehmen. Ihr glaubt allen Ernstes, dass die irgendwelche Hemmungen haben, von, von jemandem Geld zu nehmen? Jemand, der sich damit rühmt, dass er. Die Nummer von Klaus Schwab von jemand bekommen hat? Findet ihr bei ihren X Florian Machel von auf 1 hat das alles durchgearbeitet, die gesamten Dinger. Ihr glaubt ja, ernst? Dazu muss ich allerdings sagen, dass das Argument ziemlich billig ist, weil die schönste Sache der Welt, das ist das, was äh, ja, wir alle wissen, die zweitschönste Sache der Welt ist Freiheit und die drittschönste Sache der Welt ist Gesundheit, wenn Gesundheit nicht sogar vor allem steht. Und zum Thema Gesundheit habe ich auch mal auf Bodus Telegram-Kanal nachgeschaut und habe Folgendes gefunden. Hier werden also Artikel verkauft und in den Verkaufstexten, könnt ihr hier selber sehen, wird darüber geworben, davon geworben, dass äh, ja, gewisse Krankheiten behandelt werden können. Wenn ich sowas sehe, ein Werbetext, wo das Wort... Krebs drinne auftaucht und es dreht sich um irgendein Mittel, was wir kaufen oder einnehmen sollen, ist für mich vorbei. Und zwar alles. Hier hat Bodo Schiffmann die rote Grenze überschritten. Und nicht nur das, sondern auf seinem Telegram-Kanal wird seit Ewigkeiten Werbung gemacht für, ist es Heilnatura oder Allnatura, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle sind das Supplements. Ähm, das sind äh, sozusagen Nahrungsergänzungsmittel. Äh, ja. Und äh, da gibt es auch. Äh, Medikamente beziehungsweise Nahrungsergänzungsmittel, die ich glaube, Anti-Spike oder so heißen, ne? Also würden, würden sich gegen Spikes äh, auswirken. Also da bin ich ja zu wenig äh, Mediziner, dass ich da was zu sagen kann. Aber das Geschmäckle ist leider da, lieber Bodo. Das Geschmäckle ist leider da und hier muss ich sagen, bist du über eine Grenze gegangen. Denn es ist ja nicht so, dass das hier nur ein Screenshot ist von äh, irgendeinem Stream, sondern unten steht eben auch wichtig, 30% auf Wildheidelbeerextrakt, nur bla bla bla. Also das, mein lieber Bodo, funktioniert hier bei uns, bei mir nicht. Ja, und das ist Dreck. Auch das, Bodo Schiffmann, ist absoluter Dreck, was du hier gemacht hast. Das tut mir echt leid. Da hat jemand, der in krasser Nachfolge von Mata Hari sich selbst in dieser Art und Weise auch inszeniert. Ein ehrlicher und guter Mensch ist? Liebe Freunde, diese Nummer ist so durchsichtig. Diese Nummer ist so peinlich, dass es wirklich kaum noch zu toppen ist. Es ist wirklich kaum noch zu toppen. Ich zeige Ihnen noch mal was. Vorsichtshalber. Weil ich es so witzig finde. Man achte bitte auf die Mimik von. St Doktor, nein, Professor Stefan Homburg. Ähm, Finde ich sehr vielsagend. Vorsichtshalber hat keiner von uns nach der Pressekonferenz in seiner jeweiligen Wohnung geschlafen. Ja, Vorsichtshalber hat die. keiner von uns nach der Pressekonferenz in seiner jeweiligen Wohnung geschlafen. Naja, wenn ich die Ehefrau von ihm wäre, würde ich anschließend ein paar Takte mit ihm reden. So, und das könnte er wieder über mich herziehen, das ist mir jetzt ziemlich Banane, ehrlich gesagt. Ähm, was ja, ja mich was zu mir man hat man auch mal gesagt: Mensch, Streampunk, wenn du nicht immer so schreien würdest oder nicht immer so ätzend, so ätzende Beispiele nennen würdest, dann würde man dir viel eher zuhören. Das ist das, was man mir in meiner, in meinem Leben öfters erzählt hat und ich habe es mir auch tatsächlich dann zu Herzen genommen über die Jahre auch versucht dran zu denken und zu ändern und ich bin sehr weit damit gekommen. Ich finde diese Äußerung ähm, ja spitz finde ich, ne? aber ja. Unnötig, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Für einen klassischen Beef ist das hier allererste Klasse. aus der Sache macht. Für mich ist das hier das mataharispielchen spielchen gelaufen. Und Blaubeer ist. Ja, das war's jetzt. Jetzt wird noch was zu einem gewissen Blaubeer gesagt. Äh, völlig uninteressant. Ja, also ich, wie gesagt, kann ihm sehr, sehr gut verstehen. Und die ganzen Argumente, die er gebracht hat zu dem, was wir, also Ralf Ludwig, ähm, Michael Ballweg, er und auch viele andere unfilmig ähm, geleistet haben, ist großartig und auch nicht von der Hand zu weisen. Ganz klare Sache. Die Art und Weise, wie jetzt hier zurückgeschossen wird, finde ich äh, nicht in Ordnung. Ich finde auch nicht in Ordnung, was Aya Velasquez geschrieben hat. Um das mal ganz deutlich zu sagen. Ja, sie hat hier auch gesagt, ich möchte nicht mit den Jungs in einen Topf geschmissen werden. Ähm, finde ich ein bisschen schwierig. Ne? Warum muss man sich denn distanzieren? Warum versteht man denn nicht, dass es sich hier um 83 Millionen Bundesbürger geht, äh, dreht? Und sagen wir mal, äh, 70, 75 Prozent Betroffene, die hier auch mal reinschauen vielleicht oder bei allen anderen mal reinschauen und sich auch die Sachen mal anhören, was Herr Schiffmann zu sagen hat, was Frau Velasquez zu sagen hat, was Herr Schaumburg zu sagen hat, was Herr Föhmich zu sagen hat, diese ganzen Protagonisten und auch noch was ein Streampunk zu sagen hat, auch was ein Bittel zu sagen hat oder auch was ein Peter von Lola15 zu sagen hat zu diesen ganzen gewissen Themen. Und jeder hat so seine Protagonisten, Leute. Und jetzt komme ich nochmal wieder zurück zum Thema. Und es ist genau wie bei der Musik. Wie hier im Rap oder ist es im Rock oder wo auch immer. Ne? Der eine mag Sting, der nächste nicht. Der eine hört ACDC, der nächste mag lieber Klassik. Ja? Und genau so ist es hier. Und hier will ich nochmal Bezug nehmen auf diesen Wikipedia-Artikel zu dem Thema Beef. Obwohl sich Beefs meist auf das rein verbale gegenseitige Beleidigen in Klammern Bissen beschränken, eskalieren sie mitunter auch in tatsächlichen körperlichen Übergriffen. Ah, ja, 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 ja. Und hier sehen wir sowas zum Beispiel. Das hier ist Deutschland von Nova. Hier hat es 2016 sowas gegeben. Beef im Hip-Hop ist umstritten. Auch in der Szene selbst. Einerseits will man als harter Typ dastehen, gleichzeitig aber auch als Vorbild oder eben als Nummer eins. In der Nacht zu Montag hat es vor einer Bar in Köln eine Messerstecherei und Schießerei gegeben. Genauer gesagt vor der NUN Bar, die vom Rapper Katar. Gehört zur Erinnerung, bla 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 bla. Chata war an dem Vorfall an Köln nicht beteiligt, aber er ist Mitinhaber der Bar. Augenzeugen berichten, äh, habe ein Beteiligter ein Messer gezogen und Schüsse seien in dem Zusammenhang ebenfalls gefallen. Also, das nur mal dazu, ja, wie weit so etwas gehen kann. Ne? So und ähm, dann haben wir hier die bekannteste Beef in der Hip-Hop-Geschichte war der die unaufgeklärten Drive-by-Morde an den beiden, beiden verfeindeten Rappern Tupac der hier und Notorious B.I.G. waren möglicherweise direkte Resultate eines Beefs. Beefs sind in der Hip-Hop-Kultur relativ häufig, aber umstritten. Manche sehen darin eine schlechte Vorbildfunktion und warnen vor eventuellen Eskalationen. Der verbale Kampf stellt einen elementaren Bestandteil der Hip-Hop-Kultur dar, der die Beteiligten nicht selten zu musikalischen Höchstleistungen treibt. Und das ist auch interessant. Da gibt es dann sozusagen Diss-Tracks. Ne? Und hier gibt es so eine Liste auf Wikipedia. Ich habe es nicht gedacht. Also zum Beispiel: Rache ist süß hieß das Lied 2001. Und zwar ging das von Sammy Deluxe an Azad. Dann hat Azad reagiert. Hier sehen wir das: Sammy the Bitch, ne? ein Beef von Azad an Sammy Deluxe. Und so gibt es natürlich hier auch Cool Savage gegen MC Reen, äh, Echo Fresh gegen Cool Savage, Bushido gegen Flair. Und so geht das alles weiter. So geht das alles weiter. Und das Aktuellste, was wir im Moment sehen, da nehme ich jetzt gleich nochmal Bezug drauf. Oha, die Liste ist lang. Schaut euch das mal an, was hier los ist. Das sind nur Deutsch-Rap-Songs, wo die Menschen sich gegenseitig fertig machen. Hier in diesem Artikel ist es interessant. Zweifellos steigert ein Beef aber auch die Verkaufszahlen der Alben und Mixtapes beider Kontrahenten und ist somit auch eine wirksame Medienstrategie. Ai, 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 ai also was wir hier erleben ist sozusagen eine medienstrategie wenn ich das so richtig verstehe und es folgt und es, ähm, es führt dazu dass die freidenkenbewegung die freiheitsbewegung die widerstandsbewegung dass man mehr über sie spricht bei den, bei den behandelten zum beispiel auf der gegenseite ja könnte das dazu führen ja, also ich würde jetzt mal sagen, als Experte könnte man meinen, ja, ja, Aja und Bodo haben das vorher abgesprochen. Die haben gesagt, pass auf, wir machen so, dann machen wir so, dann machst du so, dann mache ich so. Damit die Leute schön was zu reden haben. Finde ich vom Ding her auch in Ordnung, weil hier ist es eben auch, es hilft der gesamten Branche, wie es hier steht. Ja. So, und ähm, ja, interessant ist natürlich auch hier, das hier sind die letzten Beefs, Farid Bang gegen Mois. Oder Kollega gegen Shindy. Kollega hat sich mal von Dr. Misere vertreten lassen, habe ich auch schon was von gesagt. Ähm, das hier ist jetzt der aktuellste. Mois ist ein äh, Influencer, ähm, jetzt vollkommen auf Drogen, äh, Frau abgehauen, macht mit einem anderen rum und alles findet äh, auf äh, Social Media statt. Und Farid Beng habe ich neulich schon erzählt, ist die Nummer Uno im Deutsch-Rap-Business, geborener Marokkaner. So, und jetzt geht das Ganze natürlich auch noch weiter. Es ist also so: ähm, Hier gibt es auch einen äh, Hip-Hop-Journalisten. Wo habe ich das? Wo habe ich das? Sekunde, Sekunde. Es gibt hier auch einen Hip-Hop-Journalisten, der sich dazu äußert. Es ist echt interessant, dass wir alle mehr Klicks machen mit Mois Thema als Mois selbst. <laughs> Unten rechts sehen wir den Hip-Hop-Journalisten Roos, ganz bekannt geworden, hiphop.de hat jetzt seinen eigenen Kanal und die Thematik ist Farid Bang gegen Mois. Das ist eigentlich grausam. Das ist so grausam. Und ich bin ja nicht mal der, der am meisten mampft. Ehrlich. Ich mampf also wir wir mampfen ja nur so von Seite. Es sind ja, das alle mit das dem meisten ist so gemeint, also er greift sozusagen Klicks ab, weil er über das Thema spricht und er sagt, wir machen das alles nur von der Seite und sich um diese Leute zu kümmern, ist also grauen, grauenhaft. Und er sagt jetzt hier gleich auch noch was zu den Klickzahlen. Das, ist, äh, das sind ganz kurze Videos, wir schauen uns das einmal ganz kurz an. Mampf? Auch, obwohl er echt gut über den geredet am Anfang. Sina ne? wollte noch so, so cool bleiben. So, er hat ihn auch noch teilweise beschützt, bis er auf ihn abgedreht ist. Sina hat teilweise 7000 Zuschauer gemacht auf Twitch. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen ja, habt. Na, er, aber, er spricht ey. also davon, dass hier mehr Klicks gemacht werden. Und diese, diese Sache geht jetzt bestimmt schon seit einem Monat äh, auf Social Media. Und der Roos berichtet also über alles. Und zum Beispiel auch über das hier. Ja, was mich haben, Also jemand schreibt, wo ist das? Dass der Mr. Rap auch aktuell jeden Tag. Und Esak schreibt, äh, Mr. Rap normalerweise 30-40 K am Tag, mit den ganzen mhm. Moist-Thematik 100 und mehr täglich. Also Mr. Rap ist auch ein Hip-Hop-Journalist und hier wird gesagt, 30.000 bis 40.000 Aufrufe pro Tag. Dadurch, dass jetzt über diesen Beef mit zwischen Mois und Farid Bang berichtet wird, macht er im Schnitt 100.000 Klicks am Tag. Ich beobachte, aber es ist interessant, alle interessieren sich dafür, alle wollen den Second Flow, also dass jemand darüber redet. Ne, ich, Mr. Rappler, aber keiner guckt das, den Shit bei ihm selbst. Weil das, glaube ich, so, das macht keinen Spaß. Das ist irgendwie uninteressant. Man muss sagen, so, äh, ja, Shoutout an Mois, der hat uns den, äh, den Sommerloch gerettet. So. <laughs> ja, die Hip-Hop-Community freut sich darüber, dass es diese Beefs gibt. Na, wo liegt denn die Parallele eigentlich bei uns? Ja, ähm, da habe ich dann eben auch noch so dass die, den einen oder anderen Gedanken gehabt, wenn man sich dieses Schaubild einmal anschaut, ich habe jetzt einfach äh, diese, ja, diese Mengen, die man hier sieht in verschiedenen Farben, sieht aus wie Ostereier, das sollen aber, soll ein Mengenbild darstellen, das heißt, wir haben hier das, das stellt unsere gesamte Gesellschaft, unsere deutsche Gesellschaft dar, ja, und ähm, diese Gesellschaft besteht eben aus verschiedenen Gesell Gesellschaftsgruppen. Da kann man jetzt nicht sagen, Leute mit grüner Haut, Leute mit gelber Haut, das ist hiermit gar nicht gemeint, sondern wir haben zum Beispiel Konservative, wir haben hier Freidenker dazwischen, die ein bisschen konservativ sind. Wir haben hier die verschiedensten Menschen. Wir haben hier emotionale Menschen. Wir haben hier rein faktische Menschen. Wir haben auch äh, gestörte, ja, psycho, äh, so kranke. Ja, es gibt also eine ganze Menge an Menschen, die in unserer Gesellschaft dazugehören. Und äh, ja, die Querdenker ist letztendlich eine Schnittmenge aus allen. Und so haben wir einen Roger bittel, der kritisiert wird für seine von manchen Leuten für seine Emotionalität. Aber es ist halt sein Weg, seinen Content an den Mann zu bringen. Dann haben wir hier einen, was weiß ich, einen streampunk, der mit Maske auftritt, wo die Leute sagen: Boah, du bist feige, zeig mal dein Gesicht. Ja, alle anderen zeigen ihr Gesicht. Das kann man als feige betrachten. Ähm, ich habe meine Gründe dazu. Vielleicht mache ich auch noch demnächst mal ein Video dazu. Ähm, ja. Und dann gibt es hier auch Leute wie Bodo Schiffmann, die auch ihre eigene Art haben. Und dann gibt es aber auch hier Menschen wie äh, Professor, ähm, äh, Schaum, äh, ach, jetzt ist mir der Name entfallen, verdammt nochmal. Stefan Homburg. Ja? Oder Aya Velasquez, die vielleicht eher faktisch äh, die Dinge beleuchten und nichts mit Emotionalität zu tun haben. Aber unterm Strich ist es immens wichtig, dass wir uns trotz allen Unterschiedlichkeiten. Verbinde. Und wenn also Velasquez sagt, ja, Ralf Ludwig ist ein V-Mann, ähm, Bodo Schiffmann ist ein V-Mann, ähm, dann weiß ich nicht, aus welcher Intention das entsteht. Eine Stutenbissigkeit könnte man vermuten, wenn die anderen Gegner sozusagen Frauen wären bei frauen und ich möchte jetzt äh, kein fass aufmachen aber frauen sind emotionaler und in solchen belangen kann es sein vielleicht dass der velasquez da die hutschnur durchgeknallt ist weil sie derart heftig gegen diese ganzen protagonisten schießt ähm, zum teil begründet vielleicht ne oder zum teil hat sie vielleicht gedanken äh, die sie das begründen lassen aber bodo schiffmann hat es hier eben auch widerlegt ob das jetzt für Aya Velasquez alles so hinnehmbar ist, seine ähm, Erläuterungen, dass äh, ja, das sollen andere Menschen oder das sollen sie entscheiden oder wie auch immer. Für mich hörte das sich das sehr, sehr schlüssig an, was Bodo Schiffmann hier ähm, zu ihr gesagt hat. Und am Strich, eben wir Querdenker müssen zusammenhalten. Egal aus welcher gesellschaftlichen Gruppe wir stammen. Ja, Leute, da sind auch LGBTQ-Menschen dabei, natürlich. Da sind auch Muslime dabei, natürlich. Und da sind auch AfD-Wähler dabei, auch CDU-Wähler, da ist alles dabei. Ja, nur wir müssen kapieren, dass wir auch versuchen, alles zusammenzuhalten. Es gibt keinen guten Querdenker, ähm, und auch keinen schlechten Querdenker. Das ist Quatsch. Es gibt auch nicht die Nummer eins oder die Nummer zwei. Es gibt Menschen, die haben eine große Reichweite, und es gibt Menschen, die haben nicht so eine große Reichweite. Aber jeder bedient so seine Community und seine Nische. Und zum Abschluss möchte ich euch hier diesen Spruch mitgeben. Hans Christian Andersen hat die schönsten Märchen geschrieben, deutsche Märchen. Leben allein genügt nicht, sagte der Schmetterling. Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume muss man auch haben. Tja, meine Lieben, so ein bisschen nach dem Thema ja Fakten reichen nicht es muss auch immer eine Emotionalität mitschwingen sonst ja sonst nimmt sie der Zuhörer nicht auf bei den Versicherungen als ich habe mal früher Kapitalanlagen ähm, ver vermittelt für eine große deutsche Versicherung oder für mehrere und da haben wir auch so Verkaufsschulungen gemacht wo es dann immer hieß wenn du den Leuten sagst guck mal hier hat eine Hausratversicherung kostet jetzt 40 Euro meine Hausratversicherung kostet nur 35 Euro 5 Euro Ersparnis, dann ist das rein faktisch. Die Leistungen sind die gleichen. Dann gehst du mit dem Kunden noch die Leistung durch. Das ist ein rein faktisches Verkaufen. Ne? Das, der gute Verkäufer, der findet eine Lücke in, 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 der, in der Versicherung, die der Kunde jetzt hat. Und sagt ihm dann, ja, alles super, außer eins, was wir in der neuen Versicherung, die günstiger ist, auch mit abschließen. Und jetzt kommt dieses emotionale Bild. Du malst dann dem Kunden entweder einen Einbruch, einen schlimm Einbruch, fremde Menschen im Haus, die alles durchwühlen. Man muss ja selber nicht mal da sein. Vielleicht ist man am Wochenende im Kino, während andere Leute einsteigen, man kommt nach Hause. Was für ein Schreck. Und da sitzen die Kunden mit riesigen, aufgerissenen Augen vor dir und unterschreiben sofort. Und das ist das, was ich damit sagen möchte. Ja, egal wie durchgeknallt, egal von welcher Seite wir kommen, wir können uns hier nicht auf Social Media vor 10.000 Zuschauern. Derartig auseinandernehmen. Und das fängt auch damit an, dass gesagt wird, ich finde die Demo nicht in Ordnung, ich finde die Files nicht in Ordnung, bla, 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 Na, da hätten wir alle ein bisschen mit warten können. Ja. Und Relevanz, also wie soll ich sagen? Klickzahlen sind auch relevant. Relevanz. Ja. Und wenn eine Aya Velasquez vier Millionen Klicks hat auf ihren RKI-Protokollen und ein Streamfunk nur 10.000 Klicks hat auf die, auf die Kritik zu den Protokollen, ja, dann dann ist doch klar eigentlich, wo der Hase im Pfeffer liegt dann, ja. Und ich sag's nochmal: ne? Es gibt doch bestimmt auch noch andere Menschen äh, in Deutschland, die diese RKI-Protokolle auseinandernehmen, ja. Auf X gibt es doch diesen bekannten Kanal Mu, heißt er zum Beispiel. Ja, es gibt doch mehr Leute, die das auseinandernehmen. Bodo Schiffmann man soll doch nicht so tun, als würde sich alles bei ihm bündeln, nur weil er der Erste war, der das Wort Querdenken gesagt hat. Er war der Erste, der darauf aufmerksam gemacht hat. Daraus entstehen aber keine Rechte ja kein anspruchsdenken entsteht daraus ja meine lieben ich hoffe ihr konntet mit dem heutigen thema etwas anfangen ich hoffe ich habe das einigermaßen gut dargestellt ich denke schon vielleicht wenn ihr was dazu zu sagen habt schreibt mir das bitte in die kommentarspalte und denkt bitte daran schreibt weiterhin so konstruktiv ohne hassrede ohne beleidigungen ich liebe eure kommentare ja, von meiner Seite aus war es das für heute. Ich bedanke mich für eure ganze Aufmerksamkeit. Viel lieben Dank für euren ganzen Support in der Vergangenheit und auch in der Zukunft. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, aber mehr von mir sehen möchtest in Zukunft, dann möchte ich dich bitten, abonniere meinen Kanal, aktiviere die obere Glocke, damit du in Zukunft nichts Wichtiges mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so ganz genau. Eins weiß ich allerdings sicher, wir, wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.